Mani, hast du das gehört? Die Umfragen für die Frau Merkel schauen nicht besonders gut aus. Oh, oh, oh. Sie geht immer weiter runter und weiter runter. Aber dafür geht der Seehofer nach oben. Der hat fast das Gleiche gewonnen, was sie verloren hat. Seehofer. Seehofer. War das nicht wieder was? Ein bayerischer Bundeskanzler. Der Seehofer als Bundeskanzler. Stimmt, du hast recht. Der ist jetzt nicht der Richtige. Seit Franz Josef Strauß geht sowieso nichts mehr. Nein. Nein. Und der Stoiber war vielleicht auch noch besser gewesen. Ja, gut, ich meine, vielleicht. Ja, vielleicht. Ich als Ministerpräsident des ehemaligen Bayern, ich wäre natürlich, obwohl ich zurzeit eine Arbeitsgemeinschaft zur Abschaffung der Demokratie, der Bürokratie habe. Nein, danke. Bitte. Ja, stimmt. Danke. Das dauert. Also der weiß nicht, oder so, bis der mal mit der Rede fertig ist. Aber ich habe einen Vorschlag. Echt? Bastian Schweinsteiger. Wen? Bastian Schweinsteiger, das war mein Bundeskanzler. Ein junger, dynamischer Bundeskanzler. Der ist jetzt Engländer. Der ist doch kein Engländer, den hast du rausgeschmissen. Also warte mal. Ein spanischer Trainer hat in England einen bayerischen Fußballspieler rausgeschmissen, der in Brasilien Weltmeister geworden ist. Genau. So funktioniert Europa. Das ist Demokratie, gelebte. Und glaub, na, kannst du einen Schweinsteiger kannst du nicht zum Bundeskanzler machen. Warum denn nicht? Das ist doch furchtbar. Der wird politisch jetzt. Wer wird politisch? Ja, der Schweinsteiger. Ja, dann nehmen wir doch lieber noch einen Philipp Lahm. Aber gut, bei dem ist auch wieder blöd, weil die müssen sie im Bundestag nicht mehr ein Schemal hinstellen, also über dieses Pult nachschauen, gut, das ist auch nichts. Da stellt sich wieder die Frage, hat der Philipp Lahm italienische Vorfahren? Du meinst, weil er klein ist? Ja. Du meinst, weil es in Italien so ist, dass alle Männer ein bisschen kleiner sind? Stimmt. Weil einer als Kind schon gesagt wird, wenn du mir groß bist, musst du was arbeiten. Genau, Mari.